Okay. Mal schauen. Wir haben leider auch überhaupt nichts Sinnvolles zu essen dabei. Na, dann müssen wir es einfach so machen. Wow, der hat mich gerade im Vorbeilaufen gekickt. Der hat mich gerade geblockt. Habt ihr das gesehen? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Der spinnt. Dammit, da müssen wir echt aufpassen. Ich schalte ihn mal in Tank-Modus. Oh yeah, das hat er jetzt davon. Mann ey, ich muss echt aufpassen, wo die stehen und wie die sich bewegen. Das scheint in dem Kampf... Hey, kann ich eigentlich hier drin überhaupt Tauben rufen zum Beispiel? Ja, anscheinend. Die Tauben kommen auch hier rein, wenn es sein muss. Na, dann ist gut. Oh, das war gerade voll die coole Kombo. Ein kostenloser Angriff. Cool, was hier auf engem Raum so alles passiert. Sehr tough sind die hier nicht. Die drei. Das habe ich mir, als so Mini-Boss habe ich mir den Hauptquartiersleiter der Sairyu-Clan Yakuza krasser vorgestellt. Ist aber gar nicht. Jetzt heile ich mal schnell unseren Polizistenfreund noch schnell, weil der ein bisschen angeschlagen ist, dann gehen wir relativ fit aus dem Kampf raus. Das ist gut. Weil wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was als nächstes noch kommt hier. Eventuell ein Kampf. お前ら、一体何者だ。おい、エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつは敵に相談だ。だったら俺たちの手で解放するまでだ。おい、開かねえぞ。 緊急用のコードに切り替えた。東方阿賀子が明日までその扉は開かねえ。なんだって？無理だ。諦めることだな。どうしても諦めないのなら警察に電話するぞ。健全な介護施設が暴行に器物破損の被害に遭って困ってるとな。 極道が警察にチクんのか。あんたクズだな。なんとでもいい。パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出ていけ。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。何？おい一番、誰にチクんだ。 清流会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよ。会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺のしのぎだ。会長は関係ねえだろ。やめろ、やめてくれ。 その会長さんってのは よほど怖えのか? じゃ、お前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ? 俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。
でも俺一人で行ったらその小平会長さんに、てめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。 じゃあ、行こっか。 Da wären wir. Wow, was für ein krasses Tor. Das sieht so richtig nach einem klassischen Yakuza-Hauptquartier aus. Ein bisschen Vorsicht kann nicht schaden. Okay, da müssen wir sicher gehen, dass wir echt bereit dafür sind. Okay, hey, warte hier, Totsuka. Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du versuchst wegzulaufen, oder? Ich weiß, ich kann schließlich nicht zulassen, dass du einfach so mit dem Uyabun redest. Wir wissen nicht, was da drin auf uns wartet. Wir sollten uns vorbereiten. Okay, jetzt betreten wir den nächsten Dungeon. Ich verstehe. Vielleicht liegt irgendwas rum, was wir als Waffe verwenden können. Oder wir gehen irgendwo Medikamente kaufen. Den habe ich schon geöffnet, den Silver Safe. Ich meine, Waffen kaufen waren wir schon. Man könnte eventuell vielleicht mal gucken. Eigentlich weiß ich jetzt auch nicht. Können wir es auch lassen? Ach, wir schaffen das schon, oder? Gehen wir rein. Wir haben eh kaum Kohle. Was soll's? Los geht's, Leute. Ah, okay, wartet. Okay, na gut. Ich sehe es ein. Wir sollten eventuell schon uns kurz ausruhen wenigstens. Weil wir haben keine... Wenn wir schon keine Heilung haben und uns nichts mehr kaufen können, dann sollten wir wenigstens frisch ausgeruht an die Sache rangehen. Also entweder Level Up für alle oder wir gehen schnell ins Hauptquartier zurück. Verhauen wir mal die da und schauen mal. Er ist der Einzige, der wirklich seine TP oder seine Magie im Grunde, sein Mana, einfach so wieder aufladen kann, unser Magier. Alle anderen müssen dazu wirklich essen. Oder schlafen. Aber so kleine Straßengangs hier werden kaum noch Erfahrungspunkte bringen, schätze ich mal. Nein, da geht's schon am besten und am schnellsten, wenn wir kurz in unser Hauptquartier laufen. Ich könnte auch mit dem Taxi fahren, aber das können wir uns wahrscheinlich wieder nicht leisten. Ich versuche mal den Straßenschlachten so gut es geht aus dem Weg zu gehen, damit wir möglichst schnell ankommen. Ah, und schon laufe ich der nächsten Gang rein. Aber zum Glück nicht wirklich. Ja, es ist schwierig. An manchen kommen wir einfach nicht vorbei. Ja, bevor ich jetzt hier lang versuche, verhauen wir die zwei schnell, weil das geht eh schnell. Mach einfach Autokampf an. Warum denn nicht? Für so leichte Kämpfe kann man das machen, gemütlich. Dann hat man kein Problem. Bam! Kurz und schmerzlos. Zumindest für uns schmerzlos. Für die anderen nicht so. Aber kurz. Auf jeden Fall kurz. Hm, Heilkraut. Falsches Spiel. Dammit. Ist hier was versteckt? Ein Silver Safe. Yeah. Überall in der Stadt. In jedem Hinterhof kann man so einen finden im Grunde. Verrußte Arbeitsklamotten. Die können wir bestimmt brauchen.
Kann ich die Treppe da hoch? Nee, das geht nicht. Okay. Hey, sag bloß, da ist der kleine Pinkler von vorher. Ach ja, der Polizist wollte ja, dass ich den Wildpinkler schnappe. Der muss doch hier irgendwo sein. Er wird sich aber sicher nicht einfach zufällig irgendwo auftauchen lassen, hä? Moment mal, da ist er ja. Das sind aber eher 4 Wildpinkler, oder? Ach komm, es sind 4? Ich dachte, es ist nur einer. Vielleicht kann ich den Typen an seiner Körperhaltung erkennen. Hä? Ach, pinkelt nur einer von denen, oder wie? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, entweder der erste oder der vorletzte. Also der zweite von rechts. Oder was glaubt ihr, wer pinkelt am ehesten von denen? doch. Jetzt habe ich es. Der dritte ist es. Der dritte von links, also der zweite von rechts, ist der Pinkler. Ich bin mir fast sicher. Oh. Du bist festgenommen. Ein kleiner Platscher hier und ein kleiner Platscher da. Mann, wenn du gerade tust, was ich denke. Was? Ich kann es nicht so schnell lesen. Hey, du Arschloch. Jetzt habe ich mich mit Pipi vollgesaut. Du bist also wohl der Wildpinkler. Ach, so denkst du also über mich. Du behandelst mich wie ein Verbrecher. Alter, du bist ein Verbrecher. Wer denkt, dass er einfach überall hinpullern kann, der steht definitiv auf der falschen Seite des Gesetzes. Wen juckt's? Es hat doch keine Auswirkungen auf irgendjemanden. Hör auf, deine Pissprobleme auf mich zu projizieren. Die Beschwerde kommt nicht von mir. Die Leute sagen, dass du den Fluss vergiftest. Ha, vergiften. Eher beleben. Ich verteile nur ein paar Nährstoffe. Nimm dir ein bisschen. Yeah. Siehst du? Deswegen sind die Bullen hinter dir her. Und jetzt lass den Scheiß. Alter, du willst mir echt unbedingt in die Suppe spucken, was? Ich habe eine Gabe. Ich muss meinen Penis präsentieren, weil mein Penis so schön ist. Das ist mein Lebenswerk, mein Daseinszweck. Meine Freundschaft fließt weiter. Okay. So, den hätten wir. Der präsentiert seinen Penis so schnell nicht mehr. Oh, Mist. Also gut, komm mit, ganz ruhig. Und zieh dir den Reißverschluss hoch. Oh Gott. Ja, Kasuga-san, Otegara desu ne. Gut gemacht, Kasuga-san. Ich gebe mir mein Bestes. Aber warum musst du unbedingt da drin pinkeln? Hast du dich nie gefragt, wie es sich anfühlt, in der Umarmung von Mutter Natur zu pieseln? Du verstehst mich doch, oder? Nein, überhaupt nicht. Also gut, du Freak. Alles andere erzählst du mir auf dem Revier. Verdammt, mein Glück ist wohl aufgebraucht. Danke für die Mithilfe. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Eine Bandage. Dankeschön. Falls dir wieder jemand auffällt, gib mir sofort Bescheid, ja? Und du setz dich in Bewegung. In der Umarmung von Mutter Natur pieseln. Puh, zum Glück ist das überstanden. Oh. Um ehrlich zu sein, muss ich auch mal austreten. Nee. Ich suche mir lieber ein Klo. Eine goldene Gelegenheit. Naja, das hätten wir. Schön, schön.
Dann gehen wir jetzt schnell. Ah, da ist noch eine Nebenquest. Na komm, mit dem reden wir auch noch schnell. Mister, Mister, ruft der Bär. Was ist denn hier los? Hey Mister, ich hatte gestern Geburtstag. Was du nicht sagst. Ich sollte dir dann ein Geschenk geben. Oh, das ist nicht nötig. Tut mir leid, das wollte ich damit nicht sagen. Unsinn. Du wirst nur einmal so alt. Das sollte gefeiert werden. Aber sind sie nicht pleite? Ja, das stimmt wohl, aber trotzdem. Aber ist es nicht schwer genug, auf der Straße zu überleben? Nun, danke, dass du daran gedacht hast. Klar. Du bist ein guter Junge, Sota-kun. Oh, ich komme zu spät zur Nachhilfe. Ich muss los. Bis später, Mister. Gut, pass auf dich auf. Mach's gut, Metatron. Ciao. Da steht Shota drauf. Gehört das dem Jungen? Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich sollte es dem alten Mann geben. Hm, wer bist du? Ich bin Kasuga. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Taschentuch dem Jungen gehört, mit dem du vorhin geredet hast. Ich heiße Jinyai. Ja, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, gebe ich es ihm. Shota-kun ist ein netter Junge. Ich habe ihn immer wieder am Fluss getroffen, also habe ich ihn irgendwann angesprochen und er ist tatsächlich geblieben. Und da geht's los. Bald hat Shota-kun mir dann immer von der Schule erzählt und ich im Geschichten aus den guten alten Zeiten. Ach ja? Und deswegen wolltest du ihm was schenken? Im Grunde schon, ja. Ehrlich gesagt habe ich einen Sohn in Sota-kuns Alter. Und wenn ich ihn sehe, sehe ich einfach meinen Sohn. Ich konnte meinem Sohn kein guter Vater sein. Ich will jetzt nicht unbedingt Buße tun, aber ich dachte einfach, ich könnte Shota eine Freude machen. Okay, das ist ja nichts Schlechtes, so etwas tun zu wollen. Übertreib's nur nicht, okay? Ja. Tja. Und jetzt? War das die Quest? Oder wie? Wahrscheinlich geht's irgendwann mal weiter. Aber jetzt können wir uns erstmal schnell heilen. Und ich schau mal in unsere Lagerkiste. Denn ich habe ein paar Sachen gelagert, die wir jetzt echt brauchen können. Zum Beispiel 5 Lachs-Onigiri. Die nehmen wir alle mit. Gibt es eigentlich ein Inventarlimit? Oh! Mein Inventar ist jetzt schon voll. Anscheinend gibt es ein Inventarlimit. Aber ich habe 25... Meine Güte! Meine Güte, ich habe 25 Pine Candy. Die sind voll gut. Deckungsbooster, Heilbooster, die ganzen Crafting-Materialien. Ich kann noch gar nicht craften. Die können wir alle mal ablegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die überhaupt zum... Nee, die gehören gar nicht zum Limit. Na dann kann ich die auch wieder rausnehmen. Crafting-Materialien kann man so behalten. Was hätten wir denn denn noch? Ah ja, ein paar Kuscheltiere, die ich gefunden habe. Ich habe nämlich auch noch Ausrüstungsgegenstände. Genau. Das ist sehr gut. Hey, wir sind eh, wir haben eh, unser Inventar ist ziemlich gut vollgestopft mit Sachen hier. Ich könnte ein paar Ausrüstungsgegenstände... Könnte ich auch zum Pfandleihhaus bringen, denke ich mir gerade, aber gut. Passt schon. Heilung haben wir. Also, schauen wir mal, ob wir unser Team noch ein bisschen besser ausrüsten können. Schuhe habe ich noch gar keine gefunden, ne? Aber hier könnten wir vielleicht noch was machen.
Bandage, die ihren Zweck erfüllt. TP erhöht sich um 20. MP erhöht sich um 10. Und ein Ring, der den Angriff erhöht. Der Gesundheitsring erhöht die... den Angriff. Aha. Warum nicht, oder? Warum nicht? Ja, dann geben wir ihm den Angriff-Erhöhungs-Gesundheitsring mal, würde ich sagen. Nee, warte mal. Du kriegst die mehr Lebensenergie-Bandage, weil du darfst auf keinen Fall sterben. Du kannst deine MP selber herstellen. Du brauchst die nicht. Quatsch. Die MP brauchst du nicht. Geben wir ihm auch eine Bandage. Und hier noch ein Handtuch für mehr Magie. Genau. Und du kriegst... Du gehst leider leer aus, ne? Nein, nicht ganz. Wir haben hier noch... Warum nicht? Machen wir das Stretch Hand für ihn noch. Und... den luxuriösen Gürtel und den Gesundheitsring. Perfekt. Ich glaube, jetzt sind wir vorbereitet für den Dungeon. Los geht's. Entschuldigung. Wir müssen Rentner retten. Ano konbini bento hanbun ijou nokotta mama sterarete ru zai. Mottai ne. Ukun ja ne zo. Damit, an den kam ich glaube ich nicht mehr vorbei. Ah, lauf! Ich will nicht gegen die kämpfen. Gut. Geschafft. Oh, ich habe mich verlaufen. Großartig. Und hier kommen wir nicht weiter, ne? Hier ist Sackgasse. Ah, da hinten können wir durchquetschen uns. Gut, Glück gehabt. Ich möchte möglichst frisch und erhöht. Frisch und erholt möchte ich möglichst jetzt in diesem potenziellen Dungeon. Ich bin mir noch gar nicht sicher, aber ich denke schon. Ja, wir sind bereit. Was glaubst du, was mit meinem Ruf passiert, wenn ich dich ohne einen Kratzer abliefere? Komm schon, arbeite mit. Es geht wohl nicht anders. Wenn ich nicht wenigstens ein bisschen rüstig und ein paar Ausrüstungsgegenstände mitnehme. Ein bisschen Rüstung. Warte mal, ich habe doch Rüstung und Ausrüstungsgegenstände. Jetzt muss ich nochmal reden, was die mir sagen wollen. Bist du bereit? Ja. Hey, glaubst du echt, dass das reicht? Wofür hältst du den Clan? Was glaubst du, wenn dein Ruf passiert, ohne einen Kratzer abliefere? Komm schon, arbeite mit. Es geht wohl nichts voran, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen Rüstung und ein paar Ausrüstungsgegenstände mitnehme. Ich hab doch Rüstung und Ausrüstungsgegenstände. Ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir wollen gerade. Ist doch, ich bin doch voll... Ich bin voll ausgerüstet. Was ist denn los? Ich speichere mal wieder zwischendurch. Aufgaben... Ja, verstehe ich wirklich nicht. Was brauche ich denn bitte noch für Ausrüstungsgegenstände und so weiter? Es passt doch. Ich bin doch voll ausgerüstet. Ich meine, ich habe keine Schuhe und so, aber ich habe halt auch kein Geld. Wo soll ich denn Sachen herkriegen? Schauen wir mal, ob wir vielleicht wirklich noch irgendwo Schuhe kaufen können. Bei Love Magic gibt es, glaube ich, eher keine Schuhe. Ich könnte mal gucken, ob wir im Pfandhaus auch Sachen billig kaufen können. Das wäre eine gute Idee. Mach's gut, entriges Fichtenholz. Ciao. Aber erst müssen wir die schnell verhauen. Den unerfahrenen Yakuza und den...
Hammer-Rotschopf oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich mach mal einen Autokampf an. Nee, warte mal, dann verbrauchen die nur zu viele MP. Das muss gerade gar nicht sein. Genau. Was will denn das Spiel von mir, frage ich mich. Hallo, ich will was kaufen. Wurfmesser. Ah ja, so Granaten, Wurfmesser und sowas könnte ich schon mitnehmen, das stimmt. Können wir uns sogar leisten. Wow. Warum sind Handgranaten so billig? Okay, ich kaufe mal eine Handgranate und ein paar Sicherheitsschuhe. Und von mir aus, was ist denn das, Raserei? Nehmen wir einen Schlafgasball noch. So. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht meinten die das mit Ausrüstungsgegenstände und Sachen und so. Gut, mach's gut. Ciao, Mr. Hawkeye. So, Dalla. Jetzt gucken wir mal. Ah, ich laufe schon wieder diesen blöden Weg, ey. Warum laufe ich denn immer hier in diese Gassen? Ist das Loot hier? Nee, das ist nur ein blaues Windrädchen. Ah, ich würde jetzt ungern hier noch gegen die große Gruppe hier kämpfen müssen, aber ich befürchte, da kommen wir nicht dran vorbei. Ah, okay. Na gut. Versuchen wir mal, dass wir die so ressourcensparend wie möglich verhauen. So stark sind die zum Glück nicht. Das kriegen wir schon hin. Au, das war nicht gut. Okay, das haut schon hin. Seine Skills können wir im Grunde eh benutzen, ohne größere Probleme, weil er kann ja, wie gesagt, relativ gut seine eigene Magie wiederherstellen. Double Kill! Und die anderen sind eh stark genug, die brauchen gerade keine Specials. So, Dalla, jetzt aber. Oder? Bitte, hoffentlich. Bist du bereit? Ja. Okay. Du nimmst die Sache wohl ernst. Cool. Jetzt sind wir bereit. Gehen wir endlich rein. Na also, ich dachte schon, das wird nichts mehr. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Nicht eine einzige Wache. Würde keiner wagen, die zu überfallen. Oh oh, it's a trap! Oh oh, jetzt. Hame yagatta na. Seiryu kai wa kore made ichido mo hoka no soshiki ni ashi o fumi irerareta koto wa nee. Warum will dann der unbedingt, dass wir uns voll bewaffnen und ausrüsten, bevor wir reingehen, wenn es eine Falle ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, er will, dass wir hier alle besiegen. Jetzt müssen wir uns hochkämpfen zum Oberboss. Der ist dann bestimmt ganz vernünftig und lässt mit sich reden. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Oder er ist der Boss. Kann auch sein. Mit ein wenig Gewalt kriegen wir das hin. Polieren wir ihm die Fresse. Das stimmt. Mit Ichiban wird's nie langweilig.